Es gibt eine Normalisierung in der Kammernetzpolitik, ist das eigentlich nicht der Fall. Diese Regierung hat vergangene Woche einen neuen Gesetzentwurf eingebracht, der die Lage noch weiter verschlechtern wird. Eine Entspannung für den Konsumenten kann überhaupt keine Rede sein, der Weg, der hier fortgegangen wird, wo man jegliche Evidenz ignoriert und weiterhin per Gesetz dekretiert, dass die Erde eine Scheibe ist oder Cannabis ein Suchtgift sei. Ich glaube, wir alle wissen und sind der lebende Beweis dafür, dass das nicht so ist. Wir werden uns das nicht gefallen lassen. Dieses Gesetz soll in einem Wahnsinnstempo im nächsten Monat durchgepeitscht werden. Wir werden noch bevor dieses Gesetz ins Parlament kommt, eine Bürgerinitiative, für die wir schon weit über 20.000 Unterschriften gesammelt haben, werden wir vom Parlament einreichen, damit die Politiker sehen, dass wir absolut nicht den Willen entsprechen wird, wie es betrifft. Dass man mit legalem Cannabis rund 1 Milliarde Euro positiv zum österreichischen Budget beitragen und rund 50.000 Arbeitsplätze schaffen könnte, sei überlegt worden. Vor allem aber geht es darum, dass endlich diejenigen, die Cannabis am nötigsten brauchen, nämlich als Heilmittel, als Schmerzmittel, die es als Heilpflanze, Heilpflanze benötigen, dass es die möglichst rasch kriegen. Bitte helft uns mit bei unseren Aktionen. Es wird noch mehrere dieses Jahr geben. Wir müssen ein Zeichen setzen, dass sich die Politik endlich wieder um unsere Anliegen kümmert. Schon allein deswegen, weil jeder Tag Prohibition für zehntausende Patienten einen weiteren Tag Schmerzen bedeutet. Das muss ein Ende haben und da gibt es nur einen Weg. Legalize it! Und ein Spendenaufruf am Abend zu unseren Helden herum den Set. Danke.